Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir schon wieder eine verdammte Menschenfarm in die Luft gejagt, weil wir stehen auf sowas, macht uns voll geil. Und ja, wir sind jetzt hier in Asgard und gucken wir mal, was wir als nächstes machen werden. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht mehr genau, wo wir hin müssen, wen überrascht's. Aber ich nehme mal an, wir müssen das nächste Siegel brechen, aber was ist, das ist die Frage. Wir sollen ja eigentlich nur zur Planbesprechung hier hinkommen, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wieso wir hier sind und keine Ahnung. Wir sollen zum Turm des Manas, wie ich in der Synopse gerade gelesen habe. Also, sollen wir da hin, weiß ich nicht, aber... Oh, Entschuldigung. Ich kann ja mal noch gucken, ob sich irgendwas geändert hat. Ja, man, vielleicht sollten wir noch mal nach Luin oder... Vielleicht sollten wir mal Bescheid sagen. Piet, wo bist du? Immer noch nicht. Hast du ihn immer noch nicht gefunden? Ich hab schon keine Ahnung mehr, was ich hier untersucht habe und was nicht. Ich meine, ich habe die Stadt schon hier durchsucht. Aber wenn ich daran denke, wie die Quests hier in den anderen Tales aufspielen, immer noch für begrenzte Zeit zur Verfügung standen, dann werde ich mal die ganze Zeit. Was? Ja. Dann werde ich die ganze Zeit mal hier und wieder da mal ein bisschen nachgucken, was ich machen muss. Wie ich sprechen muss und so weiter, alles hat bei sich. Prüfen schon wieder. Hier ist der vierte Band der Chronica Angelorum. Zum Glück auch der letzte. Puh, du schaffst das. Tief durchatmen, Leute. War es jetzt ein Zufall? Konnte ich das schon eher finden oder muss ich erst der dritte finden? Okay, das ist schon mal ein guter Zufall. Du liest echt nicht gern, was? Der Engel betete 7 Tage und 7 Nächte lang, bis die Göttin erwachte. Daraufhin schloss sie einen Pakt mit dem Pilger, den Mythos Opfer gezeugt hatte. Ihre Worte lauteten, in Anerkennung dieser Reise werde ich die Designs aus der Welt verbannen. Doch sollte ich eines Tages aus den Herzen der Menschen verschwinden, haben sie diesen Turm verwirkt. Dann bleibt der Weg in den Himmel ihnen für immer verschlossen. Die Designs werden aufs Neue entfesselt und das Mana ist unwiederbringlich verloren. Wenn du dieses Schicksal verhindern willst, Engel, ebne ein Pfad zur Erlösung. Wenn die Menschen mich brauchen, führt dieser Turm in mein himmlisches Reich. Als der Engel das hörte, kehrte er auf die Welt zurück und begründete das Mana-Geschlecht. Sie sind Nachkommen des Engels, dazu vorherbestimmt Mythos Grab zu suchen und Martell aus dem Schlaf zu wecken. Der selbstlose Held liegt im Herzen der Welt begraben. Sein Grabstein bildete den Turm des Heils. Dort im Schatten des verlorenen Weltenbaums in der heiligen Erde von Kalaan. Das Reich der Göttin mit der Welt der Menschen verbunden. Puh, haha, geschafft. Es ist zu Ende. Es ist das erste Buch, das ich je ausgelesen habe. Wie schön, Leute. Schön und unendlich traurig, mein Gott. Alles, was ich dir gelehrt habe, vergeblich. Wenn ihr ruhig mal so einen Titel oder so hier springen lassen können. Na gut. Wer weiß, vielleicht ist irgendwo noch ein 5. Band. Gucken wir jetzt mal wieder hier rum. Ich bin schon wieder ein bisschen verloren. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich nehme mal an, wir könnten mal zum Dingens gehen, zum Turm des Malers. Oder nach Luin. Oder nach Hima. Verstehe, bin ich wirklich der Einzige, der sich hier so blöd anstellt in dem Spiel beim ersten Mal? Ist das normal? Das ist irgendwie nie, wo ich hin muss. Ja. Da ist ein Labor. Da würde ich mal sagen, weiß ich nicht. Wir gehen mal nach jedem Ort hier, wo ich mir denke, wo da müssen wir hin. Also alles. Ich kann nochmal da oben hingehen, ob da irgendwas ist. Jemand auf mich wartet. Das sieht nicht so aus. Da war nee, da war nichts. Ob da hinter was ist. Okay. Ich dachte, die Maschine ist immer noch da. Was irgendwie keinen Sinn machen würde. Dann gehen wir mal raus hier und auf zum Turm des Marmelas, würde ich mal sagen. Wir müssen immer neue Siegel brechen und da ist ja irgendwie so ein Siegel und keine Ahnung.
nehme an, da müssen wir hin. Rache. Sag mir, wo ich hin muss. Loido. お前の母を殺したのはお前の父だ。それで仇を取ったと言い切ってしまっていいのか。父さんが母さんを殺さなければならない状況を作ったのはクバルだ。そうだろ。そうだな。バカなことを聞いた。許してほしい。いや、いいんだけどさ。 Okay. Halt. Nichts da. Ich bin mobil, ihr kriegt mich nicht. So, und steht jetzt Luin zur offen. Uns liegt. Ja, weiß nicht, ob wir Überreste von Asgard noch besuchen können, von der Menschenfarm. Und es liegt uns noch der Turm des Mana zur Verfügung. Vielleicht ist der Ziegel jetzt weg. Uns bleibt noch Hima hier offen. Irgendeinen dieser Orte, irgendeiner davon wird ja wohl richtig sein. Oder ist die Asgard Menschenfarm? Huhn oder Ei? Okay. ディザイアンはハーフエルフなんだよね。ああ、ほとんどがハーフエルフだと言われているな。どうしてあんなひどいことができるのかと思って。そうか。お前はエルフだもんな。うん。そうだよな。半分は人間の血も引いてるって考えたら、あんなひどいことできないよな。 ハーフエルフは迫害されている。だからではないのか。それは奴らがディザイアンとして俺たちを家畜扱いするからだろ。卵が先か、鶏が先か。え？いや、なんでもない。Mein Gott. Muss jetzt Leute nicht, was er damit gemeint hat, oder? Ich hoffe doch. Okay, hier können wir gar nichts mehr machen, gut. Dann gucken wir mal beim Turm vorbei. Wenn da nichts ist, dann gucken wir bei Luin vorbei. Wenn da nichts ist, dann gehen wir nach jemand vorbei. Wenn da nichts ist, dann habe ich keine Ahnung. Muss ich irgendwo den letzten Tempel, letzte Siegel so finden. Ich nehme an, wir können da erst hoch, wenn wir alle vier Tempel da. Geh weg. Nehmen wir die alle. Naja. Geöffnet, betreten, geschlossen, was auch immer haben. Okay, es ist abgeschlossen. Ja. Es fehlt der Schlüssel. Was heißt ja abgeschlossen? Es ist versiegelt, würde ich irgendwie so sagen. Also. Na gut, dann auf nach Luin. Da wird es ja hoffentlich richtig sein. Wird jetzt echt mal interessieren. Bin ich wirklich der Einzige, der Probleme hat? Bin ich echt so behämmert? Okay, Frage, warum wow, übrigens sich schon ein bisschen, weil ja wegen dem Fiasko im Wassertempel, aber trotzdem. Aber es sieht nicht so aus, als ob wir hier richtig werden, ne? Ah, okay. Hey, du warst vorher nicht hier. Oh je, was soll ich machen? Der Pfad nach Hima ist viel zu gefährlich. Doch die Kinder sind hungrig und warten schon auf mich. Was soll ich nur tun? Okay. Was? Ihr würdet wirklich mitkommen? Danke. Vielen Dank. Ich weiß, Rewe wirklich zu schätzen. Wenn ich neue Vorräte habe, kehre ich sofort wieder nach Ruin zurück. Ich bin zwar besorgt wegen des Rückwärts, aber... Na, wird schon werden. So, wenn wir jetzt hier richtig sind... Oh, perfekt, danke. Was ist denn da los? Sieht aus, als gäbe es vor dem Gasthaus ein Handgemenge. Okay, perfekt. Ui. Okay, es wird schwächer. Gib ihnen den Rest. Hey, seid nicht diese Rollenspielgruppe wieder? Aufhören! Misch dich nicht ein, das ist unsere Beute. Clara, hör auf. Wir wollen dir helfen. Bitte beruhige dich. Ah! Lass das Monster nicht entkommen. Warum gibt es hier so viele verschiedene Rollenspielgruppen? Ist der eine irgendwie über den Boden gesurft oder habe ich mir nur eingebildet? Colette, Professor, ist alles in Ordnung? Ja. Clara hat das hier fallen gelassen. Was
ist ja der Schlüssel zum Turm des Malers. Ah! Ach so, Clara hat den Turmschlüssel genommen. Hoffentlich ist sie in Sicherheit. Ja, gehen wir zum Turm des Malers und holen Boltzmanns Heilverfahren für Clara und Pietro. Turmschlüssel gefunden. Hä? Was ist jetzt mit dem Monster? Da war doch die Clara. Haben wir jetzt hier einfach die abschlachten lassen oder was? Ist nur die andere Rollenspielgruppe hier von der fernhalten. Genau, die ist weg. Okay, wenigstens wissen wir jetzt, wo wir lang müssen, Gott sei Dank. Hätte das nicht ausgehalten, Spieler ein paar lang durch die Gegend zu eiern. Wäre zu viel gewesen für meine Nerven. Okay. Ah, das heißt aber, wir müssen ganz weg. Ziemlich viel links. Damit schaffe ich es nie im Leben bis zu Luin. Was mache ich denn jetzt? Begleite ihn. Okay, Gott sei Dank. Ich danke euch vielmals. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Du mir erst recht. Ich werde jetzt das Essen unter den Einwohnern verteilen. Bis später. Wahrscheinlich kann ich mit denen immer hin und her so rennen, ne? Gott sei Dank. Muss ich den ganzen Weg laufen. Es lohnt sich doch, mit einigen Leuten zu reden. So, Turm des Malers, willkommen. Ich weiß, wo ich hin muss. Es ist ein Wunder. Wir haben Erfolge zu verbuchen. Okay, ich gucke jetzt lieber nicht auf die Uhr. Während wir durch die Gegend laufen, das ist schon ein paar Mal böse ausgegangen hier. Auf dem Feld. Ja. Voll die scharfe Kurve, Mann. Oh, geh weg. Rein da. So, rein da. Okay. Oh, ich sehe schon wieder Rätsel. Oh Gott, Rain. Mann, was für ein Haufen Bücher. Oh, denk nur, wie viel Wissen in diesen Büchern enthalten ist. Hey, das ist ein Orakelstein. Genau wie im Buch der Erneuerung beschrieben. Es ist ein Siegel. Oh, perfekt. Colette, würdest du wohl? Ja, Professor. Es ist nicht aufgegangen. Nein, schaut euch den magischen Kreis an. Oh, wundervoll. Der Orakelstein hat diese Vorrichtung aktiviert. Also müssen wir irgendetwas mit dieser Vorrichtung machen? Diese Zeichen sehen irgendwie aus wie aus Star Wars hier. Ich weiß es nicht mehr, war die Rebellen nur aus Imperium? Irgendeins von den Zeichen sah da so aus. Es scheint so. Sieht interessant aus. Leute, stell dich mal auf diesen blauen Kreis da. Was? Okay. Dennis, stell du dich auf diesen da. Okay. Oh. Oh, wow. Wow, die Tür ist aufgegangen, Professor. Hä? Was zum? Anscheinend müssen Leute auf diesen Kreisen stehen, damit die Tür aufgeht. Drei von uns müssen also hier bleiben. Oh nein. Das ist gefährlich, aber wir haben wohl keine Wahl. Ja, wir wollen ja auf den Rückweg nicht von einer verschlossenen Tür stehen. Also Leute, dann wieder drei Leute außer Colette aus, die hier bleiben sollen. Ich? Na gut. Rain ist nicht zufällig schizophren. Tut mir leid, sie ist ein bisschen seltsam, aber sie hat ein gutes Herz. Wahrscheinlich muss ich auch wieder mit, hier als Leute, ne? Colette, geht's dir gut? Danke, ja. Mach dir keine Sorgen um mich. Okay. So. Ich lass mich doch erstmal gucken, was hier alles ist. So, du musst mit mir und einer weiteren Person gehen. Schon vergessen? Ich möchte mitkommen. Turm des Malers. Den würde ich mir gerne mal genauer ansehen. Ich gehe mit dir mit, Leute. Stimmt's? Wenn es deinen Plänen nicht widerspricht, würde ich dich gerne begleiten. Tja, schwierig. Kampfleuten, der würde ich ja eher Rain mitnehmen. Wen könnte ich denn mitnehmen?
Rain, China, Genes oder Kratos? Ich nehme Rain mit. Sie wird sich wahrscheinlich am meisten auskennen, deswegen. Du hast die richtige Wahl getroffen, Leute. Okay. Die Tür ist offen. Okay, ihr anderen wartet hier. Nee, bleib einfach wie angewurzelt stehen. Kann ich auch nicht irgendwie zurückgehen? Ich möchte mal gucken, was da ist. Brauchst du mich? Rein durch Kratos ersetzen? Brauchst du mich, oder? Willst du mich doch mitnehmen? Ja, die Bücher hier. Ach du meine Güte. Steht ein Buch mit dem Titel Der Wohlstand der Balakruf-Dynastie. Der erste Herrscherin der Balakruf-Dynastie war Kaiserin Aisha die Achte. Angeblich war sie nicht nur weise, sondern auch wunderschön. Weil während ihrer Regentschaft solchen Wohlstand herrschte, ist der Name Aisha auch heute noch ausgesprochen beliebt. Wohlstand der Balakruf-Dynastie. Die Trier-Tragödie. Nora, die damalige Auserwählte, kam zu Ifrits Tempel im Zentrum des alten Triers, um das Ritual der Erneuerung durchzuführen. Während der Zeremonie wurde einer der Priester handgreiflich und die Kruxis entfesselten den Zorn Gottes. Es war der Anfang dessen, was wir als Ifrits Höllenfeuer kennen. Okay. Die Hintergrundgeschichte, ne? Muss da sein. Was? Boltzmanns Buch gefunden. Ah! Jetzt können wir Piero retten. Nein, es wäre schwer, dieses Buch mit meinen Heilkräften zu nutzen. Wir brauchen wenigstens etwas, das die Lebenskraft des Körpers stärkt. Was würde denn da helfen? Vielleicht, wenn wir das Horn eines Einhorns hätten. Zum Umasi-See also. Gehen wir nochmal hin und sehen, ob wir irgendwas tun können. Eins nach dem anderen, aber. So. Hier kommen wir auch nicht durch, okay. Haben wir ja noch. Das Leben eines Priesters. Wenn du dich der Kirche von Martell anschließen möchtest, musst du nach Iselia, dem Dorf des Orakel, reisen. Dort musst du dich im Tempel von Martell im Norden des Dorfes einer einjährigen Ausbildung unterziehen. Diese Ausbildung ist angeblich sehr anspruchsvoll und jedes Jahr geben mehr als die Hälfte der Anwärter auf. Okay. Das ultimative Rezept. Das legendäre ultimative Rezept wird von der Familie des Wunderkochs sicher verwahrt. Es heißt, dass der Geschmack nicht von Worten zu beschreiben ist. Das Gericht jeden einem Lächeln aufs Gesicht zaubert. Die Allianz des dunklen Kochs hat ebenfalls auf das Rezept abgesehen und dem blutigen Küchenkrieg wütet weiter. Was? Was? Okay. Mein Gott. Alles klar. Was seid ihr denn? Ach, ihr seid wieder so 0815 Typen, ne? Mein Gott, was? Ach, ich bin noch Colette. Okay, lass mal Colette eine Weile. Die ganze Zeit immer nur Leute steuern, ist auch langweilig, ne? So. Bams. Warum hat sie denn ihre Werte so hoch? Sie hat irgend so einen Buff-Zauber wahrscheinlich eingesetzt, ne? Hab ich jetzt nicht gesehen. Ja, müssen wir auf jeden Fall noch zum Umaki-See oder Umachi-See zum Einhorn, obwohl wir keine Ahnung haben, wie wir da reinkommen oder es befreien können. Das ist ja irgendwie gefangen gewesen, glaube ich. Aber mal sehen. Wir haben angedeutet, dass wir hin sollen, also gehen wir da hin. Okay, jetzt kann er. Na, eines Level Ups. Oi. Ey. Was ist das denn? Ein böser Teddybär, ey. Kann ich irgendwie ein Schwert von der klauen? Das wäre voll die Ironie, ey. Kann diesen Item-Tief aber nicht so im Combo einsetzen. Das nervt mich irgendwie. Der Teddy, den fand ich richtig gut. Sharpen, genau. Mein Gott, warte doch mal.
Danke. Ja, was ist denn Kirima? Also okay, eine Frucht. Ma! Guck ich wieder eine Sekunde auf die Uhr, ne? Dann passiert so was. Irgendwie kann ich nicht dingens. Schwarzer Quarz. Hey, brauchte ich nicht so was? Irgendwie für Waffen und so. Eisenhelm. Ja. Ja, mach ich mit ihm so was. Mehr Intelligenz oder mehr Verteidigung? Bei ihr würde ich ja mehr Intelligenz machen, ne? Weil sie ja mehr so auf Zauber ausgerichtet ist. Colette irgendwie nicht. So, das sieht schon wieder nach Rätsel aus. Hier ist ein Spiegel dran. Was muss ich hier machen? Hui. Ah. Okay. Was ist das? Komm mal her. Okay. Ah. Nur was ist das jetzt hier dann? Egal. Kann sich nicht mal bewegen. Oder? Ich hab vielleicht so in Mansa, damit der Strahl hingegangen wäre? Keine Ahnung. Guck mal hier. Was ist denn das? Ah, Leute, dieser Apparat ist fantastisch. Leute, kannst du mich sehen? Wow, dieser Apparat ist cool. Hallo, ich kann euch sehen. Leute, die Tür auf dieser Seite ist aufgegangen. Wir gehen rein, okay? Die Tür ist aufgegangen? Aha. Geht ruhig rein. Treffen wir uns irgendwo, bevor wir das Siegel brechen. Ah, okay. Ah, okay. Dann. Aber wir haben beide so einen Ring, komischerweise. So, sind die jetzt hier oben? Mach! Hä? Ist ja nicht der exakt gleiche Raum? Ja, diesmal... Ach, der zeigt an, wie man spiegelt. Okay. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, okay. Macht Sinn. Dann... Hier konntest du ja nicht entscheiden, ne? Okay, wenn ich das Ding nicht mehr bewegen kann, glaube ich ja nicht, dass ich immer machen kann. Hallo, Colette. So, jetzt ist es wahrscheinlich schwierig. Oh mein Gott, was? Ah, das ist ein Speicherpunkt. Dann kassieren wir erstmal das hier alles ein. Erfahrungsgame Level 2. Mondrobe. Robe, mein Gott. Und Kraft des Mondes. Auch Corinne ist glücklich. シーナ、最近元気になった？そうかい。今までと変わらないつもりなんだけど。仲間ができたから。あいつは仲間なんかじゃないよ。私の仲間はあんただけさ。いいよ、無理しなくても。コリン、ちょっと寂しいけど、シーナに仲間ができて嬉しいから。コリン、ありがとう。 So, dann gucken wir mal, was wir hier alles bekommen haben. Eine Mondprobe. Die Kraft des Mondes, okay. Weiß nicht. Okay. Das ist eine normale Robe. Nicht nichts ausrüsten, okay. Meinen anderen wahrscheinlich.
Eine Erfahrungsgeme will ich auch mal ausrüsten, ja. Vielleicht. Ich habe noch zwei. Ah, okay. Weiß nicht, Genis oder Krax würde ich jetzt noch eine geben. Ich will das so mehr verteilen anhand der Charakter, die ich als erstes bekommen habe. So. Und Genis war ja eigentlich der zweite, aber ich habe Colette gegeben, weil sie Hauptcharakterbonus hat. Aber jetzt hat Genis auch eine und gucken wir mal. Vermindert den Schaden, der bei der Abwehr erlitten wird. Mit Wirkung des Kochens erhöht die Beweglichkeit im Kampf, erhöht maximal TP. Ja, ganz eindeutig TP, würde ich sagen, ne? Ja, okay. Hätten wir es auch erledigt, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!